So, ich wollte mich ein letztes Mal bei euch melden, bevor ich am Montag ins Studio gehe. Ihr könnt mir nochmal helfen. Und zwar diesmal nicht, was mein CD-Sammelprojekt angeht, das übrigens nach wie vor läuft, da könnt ihr dann auch nochmal drauf schauen. Nein, diesmal brauche ich euch in einer anderen Angelegenheit. Und zwar, ich habe inzwischen natürlich längst die Songliste fertig, die wir einspielen. 12 Titel. Und ein Ding davon, das ist eigentlich schon 3 Jahre alt, das ist eines unserer ersten Stücke, das heißt, heute Nacht habe ich Besuch von einer Dame. Und ich weiß nicht, wer mich geritten hat, wahrscheinlich, also eher die Muse hat mich geküsst, will ich mal sagen. Ich habe letzte Woche mich nochmal hingesetzt, habe mir die Musik dazu angehört und habe einen neuen Text erfunden. So, und da gibt es eine ganz andere Dame als die, die es bisher gab. Und als ich das dann Roland, meinem Komponisten, vorgestellt habe, war er nicht ganz so glücklich. Und ich habe auch ein paar andere Leute gefragt, auch die waren so hin und her gerissen. Und so habe ich gedacht, ich mache jetzt kurz einen Prozess. Da wir ja Sonntag haben, mache ich eine kleine Sonntagsfrage. Und ihr sollt euch entscheiden. Ich habe auf dem Link, den ihr in der Meldung hier unten gepostet findet, habe ich beide Versionen extra nochmal heute im Proberaum eingesungen, als Rohfassung, also bitte nicht zu kritisch sein. Und ihr sollt sagen, welche Fassung euch lieber ist, welche Fassung auf die CD soll. Ihr habt Zeit, bis Montag 18 Uhr eure Stimme abzugeben. Wir sind Montag eben mit anderen Stücken im Studio beschäftigt, also ich bin sehr neugierig auf das Endergebnis und wünsche euch viel Spaß beim Hören und beim Abstimmen und wir sehen uns auf bald. Bis dahin, tschüss.